Ich habe gerade 10 mehr effektive Reps gemacht als du, Camilla. Dein Fuß ist viel zu weit hinten, der muss weiter nach vorne. Come on, einer noch. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie immer mit Paul eigentlich, aber das Lächeln wird ihm gleich vergehen. Denn heute muss er mein Beintraining durchziehen. Paul ist einer, der einfach Glück mit seiner Genetik hat. Der trainiert einmal die Woche sein Po mit einer Übung. Mit einer Übung und er wächst. Damit er explodiert, kommt jetzt aber das richtige Training. Let's go. Wir machen jetzt aber auf jeden Fall mal ein bisschen Aufwärmtraining, damit er schon vor der ersten Übung ein bisschen einen Pump kriegt. Paul absolut liebt, weil er sich dann gar nicht beschwert. Das ist zu anstrengend. Weil ich ja normal so Probleme mit dem Pump habe. Schaut ihn euch an und ihr wisst, dass die Antwort ja ist. Also, komm, gib mir deine Hand und wir machen einfach ein paar Ausfallschritte. Jetzt schon? Ja. Ohne Gewicht. So. Tu deine Hand an deinen Po und fühl. Ich spüre meine Kurve. Ja, das ist doof. Okay, ein bisschen besser, ja? Bisschen besser? Dann mach langsamer. Und wenn du runtergehst, du wackelst so, du sollst ganz langsam. Also ich glaube, dieses Training scheitert jetzt schon. Lass uns an die Maschine gehen. Okay, warte. Wir sind noch nicht fertig, dann machen wir ein paar Squats. Aber nicht einfach Squats, sondern langsam und spann dein Po an, wenn du hoch und runter gehst. Du spürst es nicht, oder? Doch, ich spann mein Po oben durch. Nicht nur oben, die ganze Zeit. Ja! Der wird mich heute so anschreien. Dann machen wir jetzt noch ein paar Kickbacks. Ja, das passt ja, aber du sollst dein Knie nicht zwischendurch abknicken. Verstehst du? Das ist eine Isolationsübung. So eine Frechheit, dass der überhaupt Muskeln hat. Wie auch immer, wir machen jetzt auf jeden Fall Hip Thrusts. Das ist eigentlich immer meine erste Übung. Normalerweise mache ich es an einer anderen Maschine. Deshalb weiß ich wirklich leider nicht, wie viel Gewicht ich hier benutzen kann. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, aber wir geben auf jeden Fall das Beste. Let's go! Okay, das ist viel zu leicht. Das ist ein gutes Warm-up. Also heute werdet ihr mich auf jeden Fall wenig lachen sehen, das kann ich schon mal sagen. Es war aber easy, oder? Ja. Ja? Ja. Also, auch 25er. Ja. Go, komm. Oh, das tut weh an der Hüfte. Das war ein sehr guter Satz. Dankeschön. Der war deutlich besser als meiner. Boah, meine Hüfte, Alter. Das tut richtig weh. Hier sag ich ja. Easy, komm. Oh mein Gott, ich krieg die nicht wieder hoch. Boah. Aber trotzdem noch easy. Ja, aber es ging irgendwie so von einer Sekunde auf die andere. Ja. Ist auch nicht normal. Du bist immer mehr machen als die Camilla. Ja. Normalerweise ist sie stärker als ich. Ich will mal, dass du das im normalen Training auch machst. Das ist mir egal. Mir ist doch eigentlich egal, ob du stärker bist oder nicht. Ah. Machen. Mach weiter. Ich komme da nicht hoch. Mach noch einen. Easy, schau, mach noch. Digga, was ist das? Go. Ich komme nicht mehr hoch. Komm, noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Letzten zwei. Vier. Und langsam noch. Ja. Oh mein Gott. Jetzt gleich. Ja, schaffst du doch. Jetzt. Oh. Ah.
Noch eine. Oh. Das geht easy. Komm weiter. Mach noch eine Runde. Ja, locker. Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Komm. Hopp. Da gehen viele Scheiben runter noch. Oh. Ja, wenn du nicht hochkommst. Mach. Waren die letzten nicht viel zu einfach? Nein, wir waren zum Auspumpen. Ich habe gerade 10 mehr effektive Reps gemacht als du, Camilla. Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht. Aber unsere Maschine ist jetzt frei, also machen wir das Ganze einfach nochmal da. Nein. Doch. Komm. Nein. Die einbeinige Beinpresse, das ist wirklich die schlimmste Maschine überhaupt, wo man normalerweise 150 Kilo schafft. Ging gerade mal 30 oder 40. Aber wir machen das Ganze auch einbeinig und danach sind wir hoffentlich beide tot und nicht nur ich. Was machst du da für ein Arbeitsgewicht? 40 Kilo mal jetzt. Aber nicht als Arbeitsgewicht. Das war gerade ein Arbeitsgewicht. Doch. Ich glaube, man hat die Anstrengung gesehen. Also. Pauls Gesicht sieht immer so aus, auch wenn er aufwärmt. Das stimmt. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, just the seven seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off with my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. I guess that's why they envy me. On track, now we going way up. Ich sag, wir machen uns gerade beide einen Zopf. Man kann ihm jetzt wirklich einen Zopf machen. Er kann es dann anders machen, oder? Wieso? Das sieht gut aus. Nicht jetzt. Wieso denn? Nicht jetzt. Wenn sie ein bisschen länger sind. Jetzt kurz. Meine Lieblingsübung. Ja, ist besser als Hip Thrust. Also. Die sind definitiv nicht besser als Hip Thrust. Damit reicht die Hantel dann. Ja, die wiegt auch 25 Kilo, also. Ja. Die ist nicht so leicht. Du versuchst dich also mehr nach hinten zu setzen hier, oder? Genau. Wir machen das nicht quad-fokussiert, also die Knie gehen nicht über die Zehenspitzen, sondern du lehnst dich nach hinten, so wie bei einem RDL eigentlich. Erstmal so, als ob du dich hinsetzen würdest und dann gehst du erst runter. Boah, wie geht das? Dein Fuß ist viel zu weit hinten, der muss weiter nach vorne. Welcher? Der da. Weiter vor? Weiter vor. Ja, und jetzt nach hinten. So, als ob du dich hinsetzen würdest. Und dann hast du Po wieder hoch. Okay. Und sehr unangenehm. Das Knie weiter nach unten. So als ob es den Boden berührt. Ja. Also, aber halt, das Gewicht ist trotzdem in dem anderen Bein. Ja, ja, sodass du die Bank nicht wegschieben kannst eigentlich. Also es ist sogar eher für den rechten Arsch Training. Ja, nicht für das. Für ja, das. Okay, merke ich. Ja. Yeah, Bomber Booty up. Yeah. Easy, komm. Come on, einer noch. Und hoch, 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 hoch. Alter. Das ist aber sehr gut. Was ist eigentlich für eine scheiß Übung? Dein Arsch sieht riesig aus, also. Danke. Das ist eine sehr gute Übung. Easy. Komm, zwei noch. Gib dir mal mein Bein zu tun. Ist egal. Geh da, komm. Ja. Yeah. Aber einen Satz müssen wir noch jeweils machen, deshalb gönnen wir uns jetzt einfach
No Way Clear, müssen wir nicht verdauen, hat einfach ein vollständiges Aminosäurenprofil und stellt dementsprechend einfach direkt Energie bereit, sobald das man trinkt. Schmeckt mega. Ja, es schmeckt richtig geil. Also Cherry ist eigentlich auch im Moment mein Lieblingsgeschmack. Was ist deiner? Ich glaube, ich habe jetzt wieder Green Apple bestellt. Ja. Aber es ist geil, zwischendurch durchzuswitchen. Ja, es ist irgendwie immer der geilste, den ich gerade habe. Aber ist auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsgetränk. Im Training könnt ihr auch anstatt von Shakes oder sowas trinken, falls ihr sowas Milchiges nicht mögt. Aber am allerwichtigsten, wenn ihr bei Rocker Nutrition bestellt, mit dem Code Camilla gibt es immer den maximalen Rabatt. Nicht ganz gut geschützt. Sieht doch gut aus. Also, Camilla, let's go. Ist nämlich so eine. Let's go! Aua. Mach den Satz! Auf! Dein Bauch! Camilla ist eine, die nicht mal den Shaker mit ins Training. Was? Du bist so eine, die nicht mal den Shaker mit ins Training nimmt, habe ich gesagt. Du bist so einer, der mir ins Auge spuckt, ja. Alter. Und du klaust mein Noe Clear. Und mein Shaker. Richtig. So gehört sich das. Paul ist die beste Unterstützung im Training. Läuft einfach immer nur am Handy rum oder schaut sich im Spiegel an. Letztes Mal habe ich so richtig lustige Fotos von Paul gemacht, wirklich 5 Minuten. Er hat es nicht gecheckt, weil er stand so nah vorm Spiegel und hat sich einfach nur betrachtet. Das ist, ja. Aber Selbstbewusstsein ist was Gutes. Oh mein Gott. Da ging aber noch was, Freunde. Ach, dich gibt's auch noch. Da ging noch was. Das ist halt komplett entspannt, aber wenn man nur sein Gesicht anschaut, denkt man, der ist gerade komplett am Muskelversagen. Ja, war entspannt. Das erzittert mein Bein noch so. Liegt an den Übungen davor, nicht an der. Auch, ja. Aber ich mache fast so viel wie du. Ja. Nur 10 Kilo weniger. Da ist bei jeder Beinübung ungefähr so stark wie ich. Ja. Bei Weltsports bin ich sogar stärker als du. Mit 220 Kilo. Ja. Und welchen Arsch ist jetzt größer? Richtig. Bodybuilding is not about the weight. Ja, aber es macht mehr Spaß mit mehr Gewicht. Ja, umso besser. Bist du halt prädestiniert dafür. Aber dafür brauche ich keine Muskeln auf. Leute, ich sag's ja auch immer wieder, wenn man stärker wird, baut man Muskeln auf. Camilla hat sich ungefähr in jeder Übung sicher um 20, 30 Kilo gesteigert und sagt, sie hat keine Muskeln aufgebaut. Aber wenn man stärker wird, weil ich einfach nur fett geworden bin. Ich bin einfach nur dick geworden, wirklich. Ich habe nur Fett aufgebaut. Und Paul ist nie ehrlich zu mir. Paul sagt mir nie die Wahrheit. Vielleicht ist dein Bauch ein bisschen größer geworden, aber es ist bestimmt kein Fett. Das Ding ist, Frauen müssen halt Geduld haben. Du frierst ein Jahr, eineinhalb Jahre, was willst du? Okay, ich bin doch nicht so stark wie du. Ich muss wieder weniger Gewicht nehmen. Das war mein Filmski, hast du gesehen? Ich hab schon geschaut. Ja, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Danke. Oh. Ah. Alter, mein Bauch ist echt das Schlimmste bei den Übungen. Ah. Ja, ich bin nur 5 Kilometer gelaufen eigentlich. Also eigentlich sollte nicht so tot sein in den Beinen. Aber ja, wenn man es jahrelang nicht macht, merkt man das. So langsam mache ich wieder auf. Okay. Die wacken gar nicht mehr so wirklich. Alter, boah, es hat gerade nur nach oben gezittert. Sieht aus, als ob ich meinen Kopf in deinen Arsch stecken würde. Komm, komm. Los. Komm, mach. Digga, was hat sie jetzt noch vor mit dir? Kann doch nicht sein. Schön, dass du dich freust. Also, ich spüre meinen Po nicht mehr und so kann man nicht aus dem Training gehen. Deshalb, spürst deinen Po nicht mehr? Ja. Okay. Also, ich spüre nicht, dass er aufgepumpt ist oder irgendwie gerade der Muskelversagen war. Okay. Also, machen wir jetzt ein bisschen was zum Ausbrennen. Und halten. 20. Du musst deine Hüfte komplett hoch. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und weiter. Komm. Halten. Komm nicht auf. Okay, anderes Bein. Gleich weiter. Oh, warum? Halten.
Komm weiter. Los jetzt. Komm schnell. Lass mich nicht hängen. Und halten. Bein nach oben. Bein nach oben. Ja. Und weiter. Noch 10. 1, 2. Ich kann nicht mehr. Das ging wie in einem Zoo. Und komm weiter, jetzt mit beiden. Digga, mein Arsch ist durch. Paul. Da geht gar nichts da mehr. Da geht noch was, hör auf zu. Ich werde beim Scheißen Krämpfe kriegen. Und aufstehen. Aufstehen. Warum? Fang. Warum? Ich glaube, das ist so. Wie kannst du noch Energie haben? Ich glaube, dein Ding läuft echt das falsch. Okay, Leute, das war's. Danke fürs Zuschauen. Abonniert Camillas Kanal, liked nicht dein Kanal. Ne? Ich sage ja, abonniert Camillas Kanal. Ich habe die Worte aus dem Mund genommen. Machst du das auch so faul? Ciao. Okay, er hat keinen Bock mehr. Wir sehen uns nächstes Mal wieder mit guter Laune.